Freunde, ich grüße euch. Ich habe euch eine Partie mitgebracht, eine taktische Natur, und zwar eine selbstgespielte, eine Schnellschachpartie. Jetzt muss ich gerade gucken. 15 Minuten hier unten, ihr seht die Uhrzeit eingeblendet, genau. Und, also Schnellschach. Und ich hatte die weißen Steine und ich habe D4 gespielt und es kam ein, zunächst einmal Benoni, aber durch eine gewisse Zugumstellung kamen wir jetzt in diese königsindischen Gefilde rein und ich habe mit F4 den Vier-Bauern-Angriff gespielt. Und der kann über königsindische Zugreihenfolgen als auch über diese Benoni-Reihenfolgen entstehen. Deswegen hatte ich mir das als Jugendlicher quasi so angeguckt, weil da habe ich zwei Eröffnungen quasi mit einem Repertoire abgedeckt gehabt. Und ja, da spiele ich auch heute noch, weil es macht durchaus Spaß. Die Idee ist, einfach super aktives Figurenspiel und auch mal vor, naja, ein, zwei Bauernopfer, wie auch immer, ne, zugunsten der Aktivität darf man nicht zurückschrecken. E6, der Hauptzug, Läufer E2, um die E-Linie zu versperren, auch noch Theorie. Schlägt, schlägt. So, und jetzt haben wir hier meistens so ein Phänomen, dass viele Spieler mit, ja, so bis 2000 oder ein bisschen höher auch, bis hierhin noch relativ schnell spielen, ja, aber jetzt auf einmal anfangen nachzudenken. Es gibt natürlich hier auch diverse gute Ideen für Schwarz, ja. Läufer G4 ist ein Zug, Springer BD7 ist ein Zug, Turm E8 ist ein Zug, natürlich A6 an jeder Stelle. Ja, aber man muss halt, das ist bei diesem Vier-Bauern-Angriff, Weiß plant sehr schnell, sehr früh mit diesem E4, E5 und sofort ein Ungleichgewicht herzustellen und eine Dynamik aufs Brett zu bringen. Ja? Und je mehr Theorie man dazu weiß, desto hilfreicher ist es natürlich, ja, keine Frage. Und Turm E8 ist so früher die alte Hauptvariante gewesen und der wird heute auch immer noch unfassbar oft gespielt. Und ja, der Angriff gegen E4 zwingt den Weißen mehr oder weniger zu, jetzt Maßnahmen zu ergreifen. Mit Springer D2 so passiv zu spielen, das entspricht nicht dem Geiste der Stellung. Also E4, E5, vorwärts, Gas geben. Ja, greift den Springer an, der wird einmal getauscht und der Springer geht nach G4. Und jetzt sehen wir, dass dieser E5 hier natürlich auch, soweit vorne er auch stehen mag, natürlich hier massiv unter Druck steht. Und als Gegenwert dafür hat Weiß die, na, hier die offene F-Linie oder halboffene F-Linie mit Druck gegen den Punkt F7 erhalten. Denn, ja, erstmal schnelle Entwicklung, Läufer G5, alles gut. Auch hier gibt es wieder noch diverse Theoriezüge, ja, von F6, Dame B6 und alles Mögliche. Ist auch alles sehr, sehr unklare Stellungen, ja, keine Frage. Dame B6 ist hier der Hauptzug, mit der Idee auf die Diagonale Richtung meinen König, wenn ich mal rochiere, ja, oder den B2 im Auge haben. Das sind super Stellungen und da könnt ihr euch sicherlich gerne mal, wenn euch das näher interessiert, da habe ich auf meinem Hauptkanal eine Serie, eine zehnteilige Serie, glaube ich, zugedreht über den Vierbauernangriff gegen Königsindisch mit allen verschiedenen Aufbauten. Ja? Und da, dieses Dame B6 unter anderem auch bei. Okay, hier in der Partie folgte Dame A5 und das ist ja, schon eine kleine Ungenauigkeit. Und zeugt davon, dass Schwarz hier vielleicht so nicht ganz allfest ist mit der Theorie. Und hier müsste ich jetzt, wenn ich jetzt wirklich ernsthaft spielen wollen würde, könnte ich schon E6 mit richtig verwickelten Stellungen natürlich, aber sehr, sehr vorteilhaften für Weiß. Und das gucken wir uns gleich im Anschluss mal an. Ich möchte euch zunächst einmal die Partie durchzeigen. Weiß rochiert. So, das ist ein wesentlicher Bestandteil bei diesen taktischen Stellungen. Der eigene König ist in Sicherheit und der gegnerische König soll dann belagert werden und angegriffen werden. Und dadurch, dass der eigene König so viel sicherer steht, das gibt einmal gute Kompensation. Okay, hier ist Springer schlägt E5. Okay, Springer schlägt E5 und Läufer schlägt E5 kommt hier oftmals. In der Variante mit Dame B6 kenne ich zumindest Turm schlägt E5 auch noch. Hier mit der Dame A5 Variante kenne ich es tatsächlich jetzt leider auch nicht. Aber es kam Gott sei Dank Läufer schlägt E5. So, und jetzt habe ich erstmal einen Bauern weniger. Ja, dafür ist die F-Linie offen. Um den Punkt F7 anzugreifen, gehört natürlich mein Läufer nach C4. Ja, keine Frage. Andererseits, der Läufer und die Dame greifen ja hier auch den C3 an. Bleibt die Frage, kann ich den opfern oder wie? Und deswegen ist es hilfreich, Theorie zu kennen.
Ich habe mal mit Läufer C4 einen Testballon gestartet, um zu schauen, ob Schwarz mit Dame B4 in diese Hauptvarianten übergeht, in die er auch, wenn er Dame B6 gespielt hätte, jetzt hier quasi übergehen könnte. Das ist einer der Hauptzüge. Denn die Idee ist, ich müsste jetzt mit Dame F3 versuchen, hier einen Gegenangriff zu spielen. Dann würde Läufer F5 kommen, denn F7, F5 würde diese lange Diagonale echt massiv schwächen. Ja, und Turm A, E1 droht Qualitätsopfer und so weiter. Dann ist der schwarze König doch massiv unter Beschuss und in Gefahr. Und deswegen Läufer F5. Und dann ja, ist eine ganz normale, spannende, dynamisch ausgeglichene Stellung. Ja, der Läufer geht nach B5, greift den Turm an, der zieht weg. Ich spiele Dame E2, greift den Läufer wieder an. Und ja, wir haben eine dynamisch ausgeglichene Stellung. Ja, dieser Bauer auf D5 ist ein Pfand für Weiß. Der möchte vielleicht mal vorgehen, um das Feld D5 für den Springer frei zu machen, ja, und so weiter. Da gibt es sicherlich einige Möglichkeiten. Der Bauer selber erschwert erstmal noch die Entwicklung des schwarzen B8. Ja. Insgesamt eine dynamische Stellung und genau das, was Weiß hier anstrebt, wenn er 4 Bauernangriff spielt. Okay, das wäre jetzt diese Abweichung mit Dame B4 gewesen. In der Partie folgte ein theoretischer Fehler von Schwarz, nämlich dieses Läufer schlägt C3. Und grundsätzlich hat Schwarz hier gedacht, er hätte mit dem Tempo auf meinen Läufer C4 und den Zug Dame D4 mit Schach und Angriff auf meine Dame, was den Damentausch erzwingt, ja, durch Damentausch diesen Angriff quasi abgeschwächt und so weiter. Und das ist ein Irrtum. Denn Weiß spielt hier Turm C1, greift die Dame an, deckt damit auch den Läufer vor allem. Und Dame D4, Schach. Ich tausche die Damen und spiele D5, D6. Und jetzt sehen wir auf einmal, es droht Läufer F7. So, wenn wir hier mal ein ganz kleines Zwischenfazit ziehen. Ich habe mit Weiß 2 Bauern weniger, okay. Aber ich habe jetzt die Initiative. Der D6 Bauer ist super, super gefährlich. Der steht schon sehr kurz vor der Umwandlung. Und das Umwandlungsfeld selber habe ich durch meinen Läufer ja auch im Auge. Ja? Außerdem habe ich mit meinem Läufer hier auch die schwarzen Felder im Auge. Sprich hier, ne, der König ist in Gefahr. Und das gibt Kompensation. Jetzt muss er aber vor allem erstmal den Angriff gegen den F7 abwehren. Und hier wird ganz oft Läufer E6 gespielt. Und naja, ob ihr es glaubt oder nicht, die Stellung hatte ich auch schon 3-mal jetzt auf dem Brett. Ja? Schon, also gegen gute Gegner, ja, mit 2200 teilweise und mehr. Und hier nehme ich einfach auf E6. Und jetzt hat Schwarz die Option, mit dem Bauern oder mit dem Turm zu schlagen. Auch beides hatte ich hier schon auf dem Brett. Schlägt der Turm, gebe ich hier einen Schach. Und dieser Springer hat hier ein ganz massives Problem. Er kann sich nicht mehr entwickeln, weil der Turm dahinter hängt. Ja. Und der Bauer ist ja auch noch gefährlich. Das kostet Material für Schwarz. Und hier in der Partie folgte auch F schlägt E. Alles klar. So, ich habe 2 Bauern weniger, aber dieser Bauer, ne, 2 Felder noch. Andererseits ist natürlich das Feld D7 jetzt ein Blockadefeld. Der Läufer wäre natürlich hier von C8 natürlich auch noch zumindest eine Figur gewesen, die das Feld mitkontrolliert. Deswegen bin ich ja auch immer sehr froh, wenn dieser Läufer getauscht ist. Jetzt ist die Kontrolle über D7 schon geringer bei Schwarz. Und ich steige mit Turm C7 auf die 7. Reihe ein. Habe auch die Kontrolle über D7 übernommen. Ich habe natürlich auch den B7 im Auge. Okay, der ist nicht ganz so wichtig, aber vor allem drohe ich jetzt mit meinem zweiten Turm auf die 7. Reihe zu kommen. Und da entstehen Mattbilder. Und die gucken wir uns gleich mal an. Denn in der Partie folgte Springer C6, versucht die Figur zu entwickeln und hofft, dass ich jetzt hier auf B7 nehme. Aber das ist natürlich nicht der Sinn der Sache. Der objektiv beste Zug, glaube ich, war hier sogar D7. Ne? Weil dann einfach D7, D8 droht und so weiter. Aber dieses Turm F1 nach F7, ja, 2 Türme auf der 7. Reihe, ja, das ist natürlich mächtig gewaltig. Und jetzt habe ich vor allem eine Mattdrohung und damit hatte ich jetzt gespielt. Schwarz hat hier auch direkt aufgegeben. Die Mattdrohung, ich möchte sie mal einmal demonstrieren, wenn Schwarz jetzt hier zum Beispiel nichts macht. Ne? Dann gebe ich hier einen Schach. Der König, ob der jetzt nach F8 oder H8 geht, spielt keine Rolle. Denn hier habe ich das Tempo wegen Schach.
Und wenn er nach F8 geht, schlage ich auch auf H7, habe das Tempo wegen der Mattdrohung. Wegen diesem Treppenmatt, das kennen wir hoffentlich. Deswegen ist es egal, wo der König hingeht am Ende des Tages. Ja? Und dann muss der König wieder zurück. Dann kommt der andere Turm nach G7. So, und jetzt würde ich ja am liebsten mit dem Turm von H7 nach H8 dieses Treppenmatt mit den beiden Türmen hier geben. Ne? Aber der G7 hängt. Und deswegen gibt es den Zug Läufer H6. Manchmal wird auch dieser Bauer dafür bis nach vorne, ne, je nachdem wie es steht, benutzt, um diesen Turm auf G7 einfach zu decken. Und jetzt kann man gegen Turm H8 nichts mehr machen. Das wäre jetzt nur ein Beispiel gewesen, warum Schwarz hier wahrscheinlich aufgegeben hat. So, jetzt möchten wir aber noch mal ganz kurz gucken. Noch mal in die Eröffnung springen hier nach Läufer G5. Dame B6 ist ja so der Hauptzug, ne? Oder und ja. Wir schauen uns dieses Dame A5 an, nochmal. Ich habe ja Läufer C4 jetzt mal so einen Testballon gestartet, um zu gucken, wie sehr der Gegner Theorie kennt. Objektiv stärker ist, Entschuldigung, objektiv stärker, genau, Entschuldigung, ich habe die Rochade gemacht, genau. Objektiv stärker ist der Zug E6 mit den taktischen Verwicklungen, dass ich zum einen auf F7 zu schlagen drohe und damit auch diesen König schon wieder öffne. Ja, auch gerade auf dieser langen Diagonale. Zum Zweiten ist die Verbindung des Läufer C8 zum G4 unterbrochen. Und gut, Schwarz kann diesen Bauern schlagen und dann vertreibe ich aber diesen Springer. Und der hat jetzt, weil jetzt hier auf der E-Linie ein schwarzer Bauer steht, ist der Turm hier auch nicht mehr aktiv. Sprich, der Springer kann hier nicht mehr rein, weil mein Läufer da drauf steht. Das heißt, der Springer muss jetzt weg. Und hier gibt es verschiedene Möglichkeiten, wo der Springer hin kann. Die Stellungsbilder ähneln sich zumindest insoweit, dass Weiß einfach eine riesige Aktivität hat. Wir schauen uns mal den Zug Springer E5 an. Dann Springer schlägt E5, Läufer E5. Und es ist natürlich so ähnlich wie in der Partie, dass hier auch wieder auf C3 was droht. Ja? Aber der Unterschied immer wieder die Sicherheit des weißen Königs im Verhältnis zu der des schwarzen Königs. Und gerade auf dieser Diagonale und hier ist alles offen, ne? Das ist super, super gefährlich. Um nun mal ein Beispiel zu machen, die Engine zeigt hier schon plus 2, irgendwas an, weil einfach die weißen Figuren super, super aktiv sind. Wenn Schwarz hier auf D5 schlüge, ja, Dame D5 mit Schach, König H8, Läufer E6 wäre natürlich die Hoffnung, aber dann ist der E5 eben ungedeckt. Ja, und deswegen geht Läufer E6 nicht. Und auf König H8 kommt jetzt aber ein super schöner Zug. Denn ja, dieser Läufer ist natürlich das A und O, das Herz der schwarzen Verteidigung auf den schwarzen Feldern, auch auf dieser Diagonale allgemein. Und ich kann hier mit dem wunderschönen Zug, dem taktischen Ablenkungsmanöver, Turm F8 Schach, ich greife einfach den Turm an. Ja, ist ja ungedeckt. Er muss ihn also schlagen, vernachlässigt damit aber die Deckung des E5, den schlage ich. Der König hat nur noch ein Feld und jetzt sehen wir zwei diagonalen Monster. Ja? Das geht mit Sicherheit matt. Zum Beispiel in dieser Reihenfolge. Und Schachmatt. Und ja, das war nur ein Beispiel, was auf dieses E6, ja, auf Springer E5 kommen könnte. Der Springer kann alternativ aber auch zum Beispiel nach F6 gehen. Jetzt hängt der D5. Hier sagt die Engine ganz klar, den Läufer mit dem Läufer den Springer rausnehmen, das sieht ungewöhnlich aus. Aber auch hier wieder meinen eigenen König in Sicherheit. Ne? Und auch hier sagt die Engine, das ist sehr gut für Weiß, weil zum Beispiel, weil dieser Bauer auf C3 einfach wieder nicht hängt, bekomme hier jede Menge Tempi. Und wir sehen immer wieder das gleiche Problem, der schwarze König super, super offen. Ne? Und selbst wenn hier eine Figur hängt, dann hängt da der Turm. Das geht auch nicht so richtig gut für Schwarz. Also würde er hier die Figur entwickeln. Und dann sehen wir einfach, dass alle weißen Figuren im Spiel sind. Und dieser Läufer E6, der ist ganz, ganz wackelig. Ich habe jetzt zum einen eine Abzugsdrohung mit meinem Läufer von E2 mit dem Turm gegen die Dame. Ja, zum Beispiel den Läufer nach C4 und dann hier auf dieser Diagonale. Die zweite Drohung wäre aber auch, dass der Springer nach G5 kommt und dann diesen Läufer tauscht und dann die weißen Felder auf dieser Diagonale auch noch tödlich sind.
und damit dann auch der D7 wieder ungedeckt ist, ja, und so weiter. Für einen Menschen ist das in der Vorausberechnung etwas schwierig abzuschätzen oder genau zu berechnen. Die Engine, also wir müssen uns auf unser Gefühl verlassen und das Gefühl sagt einfach, dass Weiß hier fantastische Kompensation hat. Ne? Zumindest für die Praxis. Die Engine sagt auch direkt Eisenhart plus 3 oder sowas an. Ne? Okay, das ist eine Engine. Ne? Und zum Beispiel, ich habe ein paar Züge gemacht, dann kann die Dame hier nicht mehr angegriffen werden. Ne? Ich habe die D7 immer im Auge, Springer G5 droht, Läufer C4 droht mal und das sind so viele Drohungen. Ja, die Engine zeigt einfach Plus an. Und genau, damit sind wir auch schon durch. Ja, genau, wir haben die Partie durch. Wir haben ein, zwei Abweichungen, warum Dame A5 schlecht ist. Müsst ihr euch diesen Zug E5, E6 einfach merken. Ja? Und dann vor allem Praxis sammeln. Spielen, spielen, spielen. Denn es nützt nichts, wenn die Engine sagt, wir haben einen großen Vorteil. Ich muss in der Praxis am Brett selber auch mich wohlfühlen und erkennen, warum ich gut stehe und so weiter. Ne? Deswegen ist Praxis hier elementar wichtig. Gut, in dem Sinne sage ich besten Dank fürs Zuschauen. Freunde, lasst gerne ein Abo oder ein Like da. Ich freue mich darüber und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. In dem Sinne, bis später.